Hallo, ich bin Raphael vom Goldfuss-Museum für Paläontologie in Bonn und ich möchte euch heute etwas über Ammoniten und die Lobenlinie erzählen. Ammoniten haben wir hier sehr viele in den Vitrinen und das sind Verwandte von heutigen Tintenfischen und Oktopoden, wie beispielsweise dieser Sepie hier. Ammoniten sind sehr wichtig für Altersbestimmungen in Gestein und sie treten auch sehr häufig auf. Und in den Steinkernen von Ammoniten kann man eine bestimmte Linie sehen, die sehr charakteristisch ist. Das nennt man die Lobenlinie. Die haben wir hier einmal rot eingefärbt, damit ihr sie besser sehen könnt. Diese Lobenlinie kann auch sehr charakteristisch für das Alter eines Ammoniten sein. Diese Lobenlinie, die ihr hier seht, beispielsweise ist eine goniatitische. Die hat gar keine Zerschlitzung. Und die goniatitischen Lobenlinien, die sind sehr häufig vom Devon bis zum Perm. Ein weiterer Lobenlinientyp ist zum Beispiel dieser ceratitische. Dieser war sehr häufig im Trias. Bei dem ist nur ein Teil der Lobenlinie zerschlissen. Ein anderer ist immer noch glatt. Der letzte Lobenlinientyp, das ist der ammonitische. Bei dem ist die komplette Lobenlinie zerschlitzt. Den könnt ihr hier sehen. Schaut doch auch mal bei euch zu Hause nach, ob ihr Ammoniten habt und ob ihr vielleicht eine Lobenlinie darauf erkennen könnt. Wenn ihr eine findet, dann verlinkt uns das doch einfach hier.